Herzlich willkommen, verehrte Zuschauerinnen, verehrte Zuschauer. Heute mal mit einem ganz anderen Hintergrund als wie mit einem astrologischen Chart. Ja, vielleicht kurz die Vorgeschichte dazu. Ich bekomme ja auch immer wieder Rückmeldungen und dann sagte mir jemand, der mich auch schon länger verfolgt, es wäre mal interessant, wenn man mal ein bisschen mehr von mir sehen könnte, als wie das kleine Bildchen dort unten. Und es hat mich dann auch gleich inspiriert, Ihnen jetzt mal eine Aufnahme zu präsentieren von draußen in Verbindung mit unserem Thema. Ja, heute am 3. Januar 2022 soll es in diesem kurzen Video darüber gehen, wie ich, welche Informationen ich Ihnen geben kann, ja, wie man in Zeiten des Wandels gut zurechtkommen könnte, ja, was hierzu so meine Tipps für Sie wären. Ich muss ja dazu sagen, ich habe ja im Leben vieles ausprobiert, ja, und gerade in der Zeit, wo sich große Veränderungen anbahnen, ist es eine gute Möglichkeit, sich wieder mal selbst auszurichten. Ist denn mein Kurs noch richtig? Bin ich noch am richtigen Platz, in der richtigen Firma, mit den richtigen Menschen zusammen? Und letztlich ist es ja so, wer sich nicht ändert, wird geändert. Das soll jetzt nicht heißen, dass das, was passiert, aktuell von den Entwicklungen her was Gutes ist. Ganz im Gegenteil. Denn das, was momentan passiert, ist ja eindeutig eine weitere Spaltung der Gesellschaft. Wir erleben den Werteverfall. Ich sage nur Stichwort Kali Yuga dazu. Und Saturn regiert ja das Element Luft. Und wenn er stark ausgelöst ist, Luft bringt eben Veränderung, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass wir unter Umständen mit unserem alten Fahrplan nicht mehr so weiterkommen. Schauen Sie, die gleiche Position, die Saturn jetzt hatte, hatte er vor circa 30 Jahren auch. Und auch damals mussten viele Menschen in der Welt eine große Spaltung erfahren und sich neu ausrichten. Damals ging es um die Abspaltung vieler Länder von der UdSSR, die ist ja da zerfallen, kamen ja dann zum Westen dazu und sind sozusagen vom Kommunismus in die noch bestehende Demokratie hineingegliedert worden, in den Westen. Gewaltiger Wandel für diese Länder. Gehen wir nochmal 30 Jahre zurück, wie Saturn auch in dieser Position war. Dann haben wir den deutschen Mauerbau, die Spaltung Deutschlands, Anfang der 60er. Was ich damit sagen möchte, ist eben, dass wir sehen, dass oft diese Zeiten, wo sich Saturn im Wassermann befindet, mit großen Veränderungen einhergehen. Wenn man aber jetzt dann sagt, ja gut, ich will aber, dass mein Leben so bleibt, wie es alles war, dann wird es eben in den meisten Fällen nicht mehr funktionieren. Denn wenn sich die Rahmenbedingungen extrem ändern, stellen Sie sich mal diesen Wandel vor, von dem Wechsel von einem kommunistischen System in ein, naja, demokratisches System, wenn man das auch für damals noch so annehmen will, dann war das eine gewaltige Veränderung. Jetzt geht es vielleicht genau andersrum. Das wäre auch eine gewaltige Veränderung. Ja, vielleicht ist sogar dieser Prozess weltweit. Aber sei es wie es ist, manche Dinge haben wir nicht im Griff, kann man nicht so ändern. Gleichwohl wir selbstverständlich dafür eintreten können, dass Werte erhalten bleiben, dass Tugenden und Wahrheit, die Flagge dafür hochgehalten werden. Gleichzeitig ist es aber auch gut, sich zu überlegen, was könnte man denn tun in den Zeiten des Wandels. Und wie ich mir dieses Video überlegt habe, was ich Ihnen dazu sagen möchte, kam sofort ein Stichwort. Und zwar, das lautet Unabhängigkeit. Unabhängigkeit auszubauen, je mehr Lebensbereichen man das hat, umso flexibler kann man mit seinem Leben
dann trotzdem wieder eine gute Ausrichtung nehmen. Schauen Sie, ich hatte ja schon mal einen Probelauf wegen dieser Geschichte, Sie wissen, dieser Aktion, ja, ich zeige es hier nur, damit ich es nicht spreche, weil man darf ja nichts mehr alles so sagen hier. Das drohte ja schon mal im Jahr 2009, da gab es ja auch eine Grippe, die dazu führen sollte, dass die ganze Bevölkerung sich dieser Behandlung unterwerfen sollte. 2009, auch damals war ich schon ziemlich so mit Hintergrundinformationen unterwegs und dann habe ich zu meiner Frau, zu meiner lieben Bruni gesagt, du, das in Deutschland, nein, das passt mir nicht. Wenn das wirklich so kommt, damals war ich auch noch nicht so dick drin in der Astrologie, dann mag ich hier nicht sein. Das gefällt mir nicht. Ich will mich nicht zu was zwingen lassen, was ich nicht mag. Und so sind wir, naja, schon fast mehr geflohen von Deutschland nach Polen. Das war vor 12 Jahren. Lebten dort, ja, auf einem Grundstück mit einem Wohnwagen und noch dazu kam dann bald der polnische Winter und dort war eine ganz andere Stimmungslage, weil ich erinnere mich gut, der polnische Gesundheitsminister hatte damals im Jahr 2009, das haben wir dann damals reinbekommen übers Internet, haben wir ja verfolgt, was so passiert, da hatte der gesagt, ja, das im Deutschland ist alles so übertrieben. Also, liebe Bevölkerung, da braucht ihr euch keine Angst machen lassen. Trinkt seinen Tee, geht's ins Bett. Ja, also, nochmal, warum erzähle ich Ihnen das? Weil dieses Gefühl, in der Macht zu sein, etwas zu tun, mir dann sehr gut getan hat von uns als von meiner Frau und mir als sehr positiv erfahren wurde, weil wir haben gekämpft, wir haben was unternommen, um uns aus dieser Ohnmacht herauszubewegen. Und so gibt es aber noch andere Strategien. Es muss nicht auswandern sein, weil sicherlich ist es auch ein großes Unterfangen. Diejenigen, die meine Frau und mich verfolgen, die wissen ja, dass wir dann 2016 den nächsten Auswanderungsversuch unternommen haben, dieses Mal erfolgreich nach Bulgarien. Dann sind wir in Bulgarien ein bisschen rumgetingelt in verschiedenen Städten, von dort aus nach Südzypern. Und dann vor 2 Jahren haben wir uns über die Grenze gewagt, raus aus der Europäischen Union in den Nordteil, war auch ganz bewusst überlegt in dem Moment, und sind nach Nordzypern, von wo aus ich ja zu Ihnen heute am 3. Januar 2022 spreche. Das heißt, wissen Sie, in der Rückschau im Leben möchte man dann auch mal, wenn man alt ist, sagen, also es war damals eine verdammt schwierige Zeit und es war echt nicht leicht, aber ich habe gekämpft wie ein Löwe, ja, und mein jeder ist anders und ich sage nicht, dass das pauschal richtig ist, nur wenn man nicht kämpft und nichts macht, was macht man dann? Dann kommt man in dieses Gefühl der Ohnmacht, der Traurigkeit, der, wie soll ich sagen, der Auswegslosigkeit, und wenn auf Dauer Depression, Traurigkeit, Auswegslosigkeit, die einzige Perspektive ist und man noch nicht in der Lage ist, aufgrund eines starken Saturns mit all dem umzugehen, dann ist es halt für jemand wirklich sehr, sehr schwer. Deswegen, in Ihrem Horoskop, es ist sehr wichtig für die jetzige Zeit, die Planeten Saturn und Mars, die beiden helfen uns zu überleben. Mars durch Kampf, Saturn durch Aushalten. Idealerweise sind beide Planeten stark oder gut, ja, zumindest gut. Es ist auch noch okay, wenn ein Planet schwach ist, weil dann kann man der andere aushelfen. Kann ich nicht kämpfen, Mars, dann muss ich es zumindest aushalten können. Oder kann ich es nicht aushalten, weil der Saturn schwach ist, dann muss ich zumindest kämpfen können, Mars, um was zu verändern. Besser ist es, und da zumindest von dem Punkt her bin, habe ich Glück, weil mein Saturn im Steinbock ist und mein Mars im Skorpion. Und beide in guten Positionen, dadurch haben sie
Kraft und helfen mir. Ja? Das heißt nicht, dass wenn man das nicht in diesen Positionen hat, dass das unmöglich wäre. Andere Einflüsse helfen hier auch, kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Aber was ich Ihnen eben sagen möchte, in Zeiten des Wandels oder einer Transformation oder einer Krise, und wir haben jetzt auch eine ganz große und ganz besondere, sind diese Planeten Saturn und Mars für das Überleben, aber auch für das Verbessern der Lebenssituation elementar. Eine weitere Möglichkeit, was man tun kann, um aus dieser Ohnmacht herauszukommen, ist es zum Beispiel, wenn Sie als Arbeitnehmer wo arbeiten, dass Sie sagen, so, jetzt reicht's, Schluss, was man da alles mitmachen muss, ich mache mich jetzt selbstständig. Oh, jetzt werden viele von Ihnen sagen, um Gottes Willen, diese ganzen Verantwortung und Kosten und Risiken und keiner schafft's und dann kommt's Geld nicht am 1. des Monats, halt. Da gibt es immer einen Plan B. Man kann vielleicht zweitberuflich damit anfangen oder man verringert seine Ausgaben, dass man mit wenig auskommt oder man zieht sein Geld aus einer ersparten Lebensversicherung raus, wo man sagt, so, das, bevor es jetzt hier irgendwann die Währung hops geht, ziehe ich mein Geld aus meinem Ersparten raus und investiere es in meine Fähigkeiten, in den Aufbau einer Selbstständigkeit, wollte ich eh schon immer machen und nicht bis 67 hier für irgendeine Firma was machen, mit deren Zielen ich sowieso immer weniger einverstanden bin. Merken Sie was? Es gibt immer einen Weg. Und auswandern, selbstständig machen oder das nächste, also zweiberuflich oder hauptberuflich, je nachdem. Oder was auch hilft, ja, machen wir was ganz Konservatives, Bibelstudium, ja, weil... Oder in Weisheitslehren studieren, muss ja nicht die Bibel sein, Veden, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita oder auch im Koran oder in den buddhistischen Sutren, egal. Sie werden durch die Beschäftigung mit heiligen Schriften auch Inspirationen kommen, wo Ihnen plötzlich, ah, genau, das wäre eine gute Idee, das sollte was verändern und dann kriegen Sie auch Vertrauen ins Leben und Mut, ja, weil das Studium der Heiligen Schriften ist eine gute Methode, das Gemüt, den Geist, auf etwas Nährendes zu richten, um durch die Inspirationen den Dialog mit dem Göttlichen daraus zu einem besseren Leben gelangen zu können. So, nächste Methode, was man machen könnte in Zeiten des Wandels, zum Beispiel Fähigkeiten erlernen. Also es gibt ja die Aussage, technische und industrielle Staaten sind immer aufgrund der Geschichte dem Untergang geweiht. Es ist nicht so, dass wir das erste Mal auf dem Planeten eine technische Gesellschaft haben. Da gab es schon mehrere Zivilisationen, die sind alle schön brav untergegangen. Dagegen, Agrarstaaten sind ewig. Das ist so eine Kernaussage aus den Weisheitslehren. Und das heißt, wir müssen wieder ein Stück weit zurück, ja, rudern. Das bedeutet, wie wäre es denn vielleicht, statt Leben mitten in Berlin Mitte, ist auch schön, hat mir auch gefallen, bitte nicht falsch verstehen, aber zu sagen, ich lege mir jetzt irgendwie einen Acker zu und fange an mit Anbau oder mit Landwirtschaft. Und ich lerne wieder, wie bringt man aus dem Boden einen gesunden Salat, eine gesunde Tomate, eine gesunde Kartoffel raus. Oder andere Fähigkeiten, die man sich aneignet. Meinetwegen Thema Heiler. Sie wissen, dass das Gesundheitswesen unter den Voraussetzungen, wie es mit den Menschen jetzt zugänglich gemacht wird, nicht mehr das ist, was es war. Und es ist gut, je mehr man wieder in der Lage ist, ja, alternative Methoden zu kennen, wie man sich um die Gesundheit kümmern kann. Und das wäre natürlich schon besser gewesen, man hätte schon was unternommen, aber sicherlich ist es jetzt auch noch möglich, sich Fähigkeiten anzueignen. Und wissen Sie was? Die Fähigkeiten, die man sich da aneignen sollte, könnte, wäre natürlich gut, wenn die bereits auf auf
ethisch stabilen, guten Fundament stehen. Bitte nicht den ethischen Grundsätzen vom Deutschen Ethikrat. Bitte. Man kann sich außen nicht mehr informieren. Außen in der Masse 90% der Informationen sind nicht geeignet, irgendetwas Brauchbares ihnen zur Verfügung zu stellen. Selbst ist der Mann oder die Frau. Und also, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, wenn Sie was Neues machen, mit Heilung, mit Nahrung, dann springen Sie nicht in den neuen Zug mit auf, sondern wir müssen wieder ein Stück weit zurück, wieder mehr die Tugenden, die Spiritualität, die Anbindung nach oben, das Gefühl, dass wir alle eine große Familie haben, zusammenhalten und, ja, und uns Fähigkeiten aneignen, dass wir wieder Nahrung aus dem Boden bringen, dass wir gesunde Gemeinschaften bilden können, dass wir heilen können. Sie merken, da ist jetzt schon einiges drin. Ich will es auch gar nicht so lang ausdehnen, weil man könnte diese Ideen ja endlos fortsetzen. Hauptsache aber, dass Sie für sich einen Impuls bekommen, wenn Sie mit der gegenwärtigen Situation nicht zufrieden sind, dass Ihnen das nicht gut tut, dass Sie etwas von innen bekommen, wo Sie merken, da sollt ihr was machen, das wäre doch gut, wenn ich das tue. Und dadurch, dass Sie dann Ihr Gemüt auf etwas Produktives, Sinnvolles, Helfendes, was für die Zukunft wichtiger werdendes, darauf ausrichten, wird es Ihnen besser gehen. Stattdessen den Herrn Lauterbach am Fernsehen anzuschauen und nur YouTube durchzugoogeln, wann einer verspricht, wann es besser wird, von den Propheten und Astrologen wie den Gerhard Feiner. Das ist verständlich, aber nicht der zielführende Weg. Das kann man schon mal machen, aber ich rate Ihnen eher dazu, etwas zu unternehmen. Ja? Und das ist nämlich auch die Zeit, wieder in die Eigenverantwortung zu kommen. Denn der Prozess, der augenblicklich geschieht, und so ist es ja in kommunistischen Systemen generell, ist, dass der Staat die Verantwortung komplett übernimmt für das ganze Leben. Und da wir viel zu viel schon von Verantwortungen abgegeben haben, müssen wir uns die jetzt alle wieder schnappen, weil wenn wir, jede Abhängigkeit wird jetzt mehr und mehr gegen den Einzelnen missbraucht. Und wer diesen Trend erkennt, der kann sich gegen diese Entwicklung stellen, mit Gleichgesinnten zusammentun und dann gibt es auch eine Lösung. Ja, das war's schon. Sicherlich helfen vedische Horoskope auch dabei, sich zu orientieren. Meine liebe Ehefrau Bruni Feiner, die ist ja auch hauptberuflich als vedische Astrologin tätig. Sie erstellt auf manueller Basis vedische Horoskope zu verschiedenen Themen, Beruf, Wohnort, Persönlichkeit, weil natürlich, um erfolgreich mit einer Sache sein zu können, ist die Persönlichkeit schon mal das A und O. Ja? Und da muss man natürlich auch gleichzeitig arbeiten. Und viele andere Horoskope, die sie hat, alle manuell erstellt, die meisten mit Audiodatei, dadurch sicherlich viel treffender als wie die Produkte, die man sonst vielleicht kaufen kann, wo einfach der fertige Softwareauszug rauskommt. Das macht die Bruni nicht so. Das wird manuell gedeutet. Und ich bin ja Lehrer für vedische Astrologie. Bei mir können Sie die vedische Astrologie ein Leben lang lernen, weil das ist unendlich. So viel stelle ich mittlerweile zur Verfügung. Links dazu sind unterhalb dem Video. Außerdem bietet meine Frau noch eine begrenzte Stückzahl an, ein Horoskop, meine Sterne 2022, eine Jahresvorausschau. Da ist schon über die Hälfte weg von dem, was sie angeboten hat. Wenn Sie da noch eins haben wollen, schlagen Sie zu. Ist sicherlich auch eine sehr gute Inspiration, wie Sie durch diese Zeit navigieren können. Ja, in dem Sinn nochmals einen mutvollen und gewagten, im Gottvertrauen verankerten, guten, hoffnungsvollen, veränderungsbereiten Start mit Blick nach vorn im
neuen Jahr 2022. Ich hoffe, diese andere Art eines Videos hat Ihnen auch mal gefallen und weitere werden folgen. Bis bald und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.